Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stranded Alien Dawn. Ja, wir haben in der letzten Folge hier den Anfang gesetzt, die Blaupausen zumindest gesetzt, für unser neues Haus. Das wird eine ganze Weile dauern. Ich mache mir da keine naiven Vorstellungen. Also wir werden eine ganze Weile damit beschäftigt sein. Wir wissen, wie lange es letzte Mal gedauert hat. Fast ein Jahr. Und das hier ist ein bisschen größer. Und wir werden diesmal halt auch Steine brauchen. Mal gucken, vielleicht klappt das jetzt sogar besser mit Steine. Und diesmal wäre auch eine Person mehr. Das ist natürlich praktisch. Diesmal hat uns ja der Simon besucht. Und ist zum Glück nicht mehr gegangen. Ja, gut. Wir brauchen auch unbedingt... Warum habe ich ihn das immer noch nicht? Ich habe immer noch... Warte mal. Jetzt muss ich mal kurz hier... Hier, die Schneiderei. Ach so, die ist erst da. Okay, na gut. Ja, weil ich die Sachen auch gerne wollte. Ja, ich verstehe schon. Wie sieht es denn so klamottentechnisch momentan aus? Noch ist okay, aber wir müssen uns wirklich ranhalten. Also ich darf es nicht vergessen. Also jetzt gerade kann ich es mal, glaube ich, 2 Sekunden noch beiseite lassen. Aber ja, wir wissen, was passiert. Nee, wir wissen es nicht. Wir haben, ich war letztes Mal ganz gut in der Zeit tatsächlich. Hatte zum Winter denn auch Winterklamotten. Aber ja, das sollte ich auch diesmal halt schaffen. Wo ist denn... Wo ist es denn? Warte mal. Hä? Ah, hier unten. Oh Gott, das sind ja nicht sehr viele. Kann ich die auch anbauen? Die Hautrinde, das ist die hier, ne? Kann man ja. Oh, wir haben jetzt, wir haben Grain Getreidekolben. Okay, so heißt das hier. Haben wir jetzt erforscht. Sehr schön. Ja, können wir machen. Ist aber, ja, gut. Machen wir mal. Oh, nee, das ist doof. Das gefällt mir nicht. Moment. Was ist denn da? Ich hätte das schon gern so wie das daneben. Das GR, das hat einfach eine andere Form. Ich verstehe. Das müssen wir leider so machen. So, eine gute Entdeckung. Die Samen der hochblättrigen Pflanze sind in einem Kolben zusammengeballt und scheinen essbar zu sein. Deshalb werde ich ihn Getreidekolben nennen. Er kann auf viele Arten verwendet werden, gekocht, zu Öl gepresst, zu süßem Sirup oder Moonshine destilliert und sogar zur Herstellung von Antibiotika verwendet. So etwas Einfaches und doch so überlebenswichtig. Ja, und deswegen werden wir es auch anbauen. Oh Gott. Der Getreidekolben. Ich, keine Ahnung, warum Getreidekolben. Für mich sah es immer aus wie Mais. Naja. Okay. Dann, warte mal, jetzt muss ich nochmal gucken. Ist das hier ein zweierbreite Platz oder eins? Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, versuchen wir ein kleines Feld zu machen. Ah, so schon, ne? Okay, mal sehen. Gut. Ah, guck mal, hier, die Möbel werden gebaut. Sehr schön. Können Sie wenigstens schon mal im Sitzen essen. Das ist schon wunderbar. Deutlich besser. Okay, hier passiert tatsächlich auch was. Das ist auch schön. Und wir haben die Glitzerkappe noch entdeckt. Solche Pilze habe ich noch nie gesehen. Deshalb habe ich ihnen den ursprünglichen Namen Glitterkappen gegeben. Sie sind ziemlich giftig, verlieren aber den Großteil ihrer Giftigkeit, wenn sie reif sind und anfangen zu leuchten. Ich denke, sie sind ein guter Ersatz für Gemüse, wenn man sie sammelt und kocht, wenn sie voll ausgereift sind. Allerdings sind sie immer noch leicht giftig, wenn sie roh verzehrt werden. Vor allem aber scheinen sie medizinische Eigenschaften zu haben und können gemahlen werden, um einen einfachen Heilbalsam herzustellen. Sehr schön. Ja, toll. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht alles... Pilzfackel finde ich auch cool. Ich werde jetzt, glaube ich, nicht alles gleich bauen. Also anbauen. Ach, das wird ein bisschen... Obwohl, schafft die das? Ich weiß es nicht. Es ist halt eine Person, die sich eigentlich nur darum kümmern soll. Kauwurzel haben wir hier auch noch. Auch interessant, hatten wir am anderen Spielstand nicht gefunden. Ja, noch können wir die eh nicht verarbeiten, oder? Also wir können noch gar keine Medizin oder so machen. Betonräume können wir jetzt auch schon erforschen. Ja, was wollen wir jetzt nächstes eigentlich machen? Elektrische Netze vielleicht? Metallveredelung wäre vielleicht noch sinnvoller. Bevor wir die machen, können wir... Also wir können das ohne das eh nicht machen. Schwierig. Also wir finden alles vielleicht, aber weiß ich nicht. Liegen hier noch irgendwo Leichen rum? Ich glaube nicht. Wow, gleich liegt hier eine Leiche rum, wenn ich das hier richtig sehe. Warte mal kurz. Na, überlebst du? Kann ich beobachten, wenn es stirbt. Ich glaube, es hat tatsächlich überlebt. Kann ich dich noch beobachten oder haben wir dich schon?
Auch noch nicht. Okay. Ich glaube, ich hatte da oben eigentlich Viecher zum Beobachten angegeben, aber vielleicht sind die alle gestorben irgendwann. Was ist denn das hier? Ach, ein Vogelnest. Ja, die hier sind gestorben scheinbar. Ich mache mal ein bisschen schneller wieder. Was haben wir hier? Interessante Felsen. Warte mal, habe ich die bei mir auch oder muss ich so weit laufen? Guck erstmal, hier sind ja auch überall Felsvorkommen. Hier zum Beispiel. Da sind auch interessante Felsen. Ah, ist auch nicht wirklich näher. Muss ich zugeben. Ist hier näher? Das Abbau? Abbau? Nee. Nee, ich glaube, die sind tatsächlich nur da. Gewesen geht's nicht so. Oh, und Jack hat einen Zusammenbruch. Trauriges Umherwandern. Wenige lustige Dinge zu tun. Unruhiger Schlaf. Von, ein bisschen Schmerzen. Warum das? Milde Schmerzen, Blutung. Nee, Blutung nicht. Ah, die Leberzirrhose hat er. Hm. Ja, das ist natürlich nicht so schön. Kann man jetzt nicht sogar Leute. Ritas Anliegen nicht zu hören. Kann man die jetzt nicht sogar irgendwie beruhigen oder so? Ich. Warte mal kurz. Boah, der läuft zu schnell. Ich kann den gar nicht anvisieren. Auszunocken noch. Okay, nee, ausnocken will ich nicht. Okay, dann lassen wir das. Ich dachte, man hätte die jetzt auch beruhigen können. Aber scheinbar nicht. Okay. Wir werden auch noch ein paar Bäumchen brauchen. Und ein paar mehr. So ein, zwei oder tausend. Bin wieder unsicher. Ja, schauen wir mal, wo wir sie dann noch weiter wegnehmen. Steine haben wir. Jetzt kann Jack natürlich nicht bauen. Das ist gerade ein bisschen unpraktisch. Was machen die anderen so? Ah, da bauen aber viele. Okay, Rita ist noch. Simon geht, glaube ich, die Tiere studieren. Oder den. Ja, doch, den Vogel haben wir gleich. Können wir gleich wieder lesen. Sehr schön. Na komm. So, der Guyo. Dieser flugunfähige Vogel erinnert mich an ein Tier von meinem Heimatplaneten, also habe ich ihm denselben Namen gegeben, Guyo. Im Gegensatz zu dem ruhigen Vogel, den ich kenne, ist dieser ziemlich angriffslustig und scheint eine Vorliebe für Fleisch zu haben. Er schläft meistens tagsüber und jagt in der Nacht. Er ist ein schneller Läufer und ich beneide weder seine Beute noch seinen Jäger, der versucht, ihn einzuholen. Er scheint auch eine starke Bindung zu seinem Partner zu haben. Das ist schön. Oh, das kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Okay, das geht nur, wenn es lebt. Komisch, ne? Die Skarabäs konnte ich tot beobachten, den hier nicht. Ist manchmal ein bisschen seltsam irgendwie. Die pflanzt jetzt da schön die neuen Sachen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob ich hier noch irgendwas vergessen habe zu erforschen, ehrlich gesagt. Das ist so viel, dass ich das auch nicht mehr weiß. Die haben wir auf jeden Fall. Ich werde bestimmt irgendwas übersehen. Also wenn euch irgendwas auffällt, was ich noch erforschen kann, dann einmal schreien. Aber nur, wenn ihr euch sicher seid, dass ihr es noch nicht erforscht habt. Ja, mal gucken. Vielleicht fällt uns noch irgendwann was auf. Aber was ist denn das hier? Die Steine sehen auch interessant aus. Oh, Grayson hat jetzt auch einen Zusammenbruch. Was macht der so? Oh, Essensgelage. Okay. Na gut. Mach mal. Besser als was kaputt hauen immer noch. Oh, glänzende Felsen haben wir auch. Wir haben interessante Felsen und glänzende Felsen. Das ist ja schön. Na gut. Mal gucken, was das sein wird. Vielleicht ja Erze. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir da vielleicht auch Metalle oder irgendwas abbauen können. Mal schauen. Das Schöne ist, jetzt könnt ihr wirklich schön am Tisch sitzen, miteinander reden. Da gab es auch ganz viel Minus, weil die sich alle so herrlich verstehen hier. Das ist doch toll. Ganz, ganz toll. Gott, hab ich immer ein Pech. Warum mögen die sich immer alle nicht bei mir? Ich verstehe das nicht. Gut genährt, immerhin. Katharsis plus 50, die Entschlossenheit der Überlebenden. Genügend Essensvielfalt. Okay. Und am Tisch gesessen. Immerhin, das bringt schon mal Punkte. Ein bisschen Schmerzen halt. Rohkost gegessen. Das ist doof. Die kamen wahrscheinlich mit dem Kochen jetzt gar nicht mehr hinterher. Wir können auch mal gucken. Vielleicht haben wir auch schon wieder ganz... Was kochen wir denn gerade so? Fleischsuppe und... Nichts? Achso, wir machen gar keine Gemüsesuppe. Ja, das ist natürlich hier für immer, bitte. Das ist natürlich idiotisch, dass wir die nicht machen. Noch ist Buttermelone. Hier aus allem Möglichen, okay. Ja, ja. So, haben wir das mal geändert eben. Grayson geht's wieder gut? Oh, ein bisschen gestresst noch. Na gut. Es ist auch dunkel. Ja, okay. Ich kann jetzt leider hier keine Wand... Oder? Ich kann hier Wandfackeln. Oh. Ja, gut, dann nimm doch eine Wandfackel. Ist okay. Ihr kriegt eine Wandfackel. Genau, übers Bett, damit die auch wirklich nicht schlafen können, weil es dann immer schon hell ist. Toll. Kann ich sonst noch irgendwas machen? Vielleicht auch für,
Für, weiß ich nicht, für Unterhaltung ist ja immer am Anfang nichts. Na, leider noch nicht. Wir müssten mal... Warte mal. Stoffreste. Nee, Stoff aus Stoffresten. Haben wir das schon mal gemacht? Also könnten wir tatsächlich mal machen. So. Tierische Fette machen wir auch mal. Und sonst, Bandagen wäre vielleicht auch nicht das Blödeste. So, gucken wir mal. Guck mal, hier könnten wir jetzt sogar noch ein Feld hinbauen. Haben wir noch irgendwas, was wir unbedingt brauchen? Ja, die Bäume halt, ne? Aber die dauern auch, oder? Warte mal, wenn ich das jetzt nehme... Achso, stimmt, das war verschieden. 18 Tage, die großen Immergrün bringt 20. Der... Was? Uns reicht ein Lagerplatz. 24 Tage. 18 Tage. 24 Tage, aber dafür 30 Holz. Ich will vielleicht eher auf schneller gehen. Also eher hier die 18 Tage. 50, minus 50 bis 40. Mindestwachstumstherapie, minus 10. Therapie, ja. Ich glaube, die hier sind am besten, oder? Für uns geeignet gerade. So. Geht nicht mehr? Nee, mehr geht nicht. Okay, dann machen wir so. Und hier könnte auch mal die gefallenen Bäume bitte nehmen. Okay. So. Geforscht wird auch fleißig. Sehr schön. Hier wird jetzt die Sachen hergestellt, die ich gerade auch im... empfohlen habe, herzustellen. Ich kann mal damit ja auch ein bisschen was anfangen. Achso, wir haben ja verschiedene Bandagen. Okay. Rauchblattpfeife, vegetarisches Leder. Dafür müssen die hier dann demnächst mal geerntet werden. Ja, Raumschiffdekonstruktion wird immer noch erforscht. Na gut. Also langsam mache ich mir ein bisschen Sorgen wegen den Klamotten. Wo ich das Gefühl habe, die gehen diesmal gar nicht so schnell runter. Kann das sein? Erzvorkommen, habe ich doch gesagt. Das interessante Gestein enthält etwas Metallerz, das abgebaut und zur Legierung verhüttet werden kann. Sehr schön. Ach cool, dann brauchen wir das gar nicht hier rausholen und schmelzen, sondern können hier auch rausholen. Gut. Und wir haben keinen Lagerplatz mehr. Mist. Das ist nicht gut. Hier ist eigentlich kein Platz mehr, ne? Wir werden hier leider nochmal kurz anbauen müssen, wenn ich das richtig sehe. Da kommen wir gerade wohl nicht drum rum. Wo waren denn diese Vordinger? Ah, hier. So, dann packen wir da noch zwei Lagerräume erstmal rein. Ja, Lager werden wir halt dann erst nach dem Haupthaus bauen. Ich werde halt schon auf jeden Fall auch Schränke hier reinbauen. Erstmal vorübergehend. Aber das werden wir dann noch outsourcen wahrscheinlich. Dann werden wir uns ein Lager mit den ganzen Werkzeugtischen und so. Also es wird nicht nur ein Lager, sondern eine richtige Arbeitswerkstatt halt. Bandagen haben wir jetzt. Sehr schön. So, wie sieht es denn aus mittlerweile? Dann noch nicht weit gekommen, aber okay. Ist okay. Ich wusste, dass das eine Weile dauern wird. Hier können wir auch eigentlich alle Steine wegnehmen, die es so gibt. So. Ich finde das toll, dass man einfach so rüberziehen kann und sagen kann, ich will das da. Das finde ich sehr cool. Da muss man nicht jeden Stein einzeln rauspicken, sondern macht einfach so, sagt kleine Felsbrocken. So. Ende. Sehr cool. Silizium. Das glänzende Gestein enthält etwas Silizium, das abgebaut und für die Produktion von CPU-Kernen und anderen fortschrittlichen elektronischen Komponenten verwendet werden kann. Sehr schön. Gut. Haben wir das auch entdeckt, hatten wir beim letzten Mal auch noch gar nicht gesehen. Habe ich, glaube ich, nicht darauf geachtet. Ne? Wir hatten auch nicht viele Steine. Und das habe ich tatsächlich gar nicht gesehen. Nicht wahrgenommen zumindest. Dass das jetzt was anderes ist als die anderen Steine. Ich muss öfter mal hier gucken. Ne? Nachher haben wir noch irgendwo... Ich weiß zwar nicht, was jetzt noch außer Metall und Silizium. Ich glaube, Eisen, Gold und sowas, das gibt es jetzt hier nicht. Also wir fangen jetzt nicht an, hier Waffen zu schmieden aus Eisen. Oder? Vielleicht doch. Obwohl, wir haben Schusswaffen, brauchen wir gar nicht. Wir müssen mal gucken. Da war es auch noch recht mau, ne? Haben wir mittlerweile mal... Nee, haben wir nicht. Nur er hat einen, aber sonst haben wir nichts gefunden. Na toll. Die ändert sich auch nicht, ne? Je nachdem, wie ich anklicke. Nee, ist das immer das Gleiche. Okay. Das ist ja doof. Die kommen auch gerade nicht so richtig dazu, glaube ich, hier mal zu gucken. Ja, gehen wir schlafen.
Aber es geht. Also die Zusammenbrüche sind nicht mehr so schlimm, ne? Wir werden zwar trotzdem immer noch öfter kriegen wir Nachrichten in die Richtung, aber die brechen jetzt nicht ständig zusammen. Das ist schon mal eine Verbesserung zu vor dem Patch. Weil da sind die ja echt ständig, also die waren ständig am Rummutzen. Das war ja kaum auszuhalten. Das ist ja wie ich im echten Leben. Wie, jetzt sagt einer was? Standi, halt dich zurück. Simon ist schon wach. Hat er einen eher unruhigen Schlaf? Ja, ich... Oh! Hä? Wir sind ja nicht nur vier Leute. Hups. Simon... Ja, für Simon reicht auch das hier, oder? Also, ich... Ja, ich finde, Simon passt da gut rein. Verdammt, dann machen wir da doch keinen Vorratsraum draus. Wir müssen hier nochmal kurz ein bisschen umstrukturieren. Ah, wie ärgerlich ist das denn? Ich habe Simon vergessen. Oh, das verzeiht er mir nie. Das verzeiht er mir nie, der Simon. Dass ich den jetzt vergessen habe. Da wird er jetzt aber sauer sein. Okay, ja, ich muss hier leider tatsächlich das ganze Ding nochmal raushauen. Weil wir dann ein bisschen mehr Platz dahin brauchen. Das war es ja dann schon, ne? 4-4 kriegen wir so schon hin. Gott, warum sagt denn keiner was? Der Simon. Der hat hier schon die Blaupause gesehen und dachte sich schon so, ja, wieder typisch. Natürlich, ich werde mal wieder vergessen. Ja, naja, passiert. So ist das Leben. Aber guck mal, jetzt hat Simon ehrlich gesagt ja den geilsten Platz, oder? Ich meine, Simon ist direkt hier an der Quelle der Nahrung. Also besser geht's doch gar nicht, ganz ehrlich. Wer möchte nicht direkt an der Küche sein? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Jetzt muss ich leider alle Türen nochmal ändern. Weil diese eine Tür nicht mehr richtig ist. So, ist mir gerade jetzt aufgefallen. Dann wirst du hier vielleicht sogar andersrum. Oh, Mist, nicht rechtsklick. Entschuldigt. Obwohl, nee, so. Nein, die war schon wieder falsch. Oh, warum drehen die sich denn? Die müssen doch wissen, welchen Raum ich meine. Warte. Nein, ich... Was war das denn? Warum ploppt das jetzt einfach auf? Sonst kam es jetzt nur an der Seite. So. Das war jetzt gerade nervig. Beschädigt heute... Oh nein! Warte mal, was ist denn da los? Wieso... Von was wird er denn verfolgt? Simon? Wer verfolgt dich? Okay, Raka schlägt einfach nur auf den Stuhl ein. Ist auch wieder gut. Eingeschüchtert. Oh. Okay, scheint wieder gut zu sein. Ich weiß nicht, wovor er jetzt geflohen ist gerade. Ich... Vor Raka? Nee, ne? Ich glaube nicht. Oh! Ja, ist fertig. Als nächstes kommt Blitzarbeiter, ist okay. Raumschiff-Dekonstruktion haben wir jetzt. Das heißt, wenn wir jetzt das da kaputt machen, kriegen wir mehr, ne? Hoffe ich mal. Der bergt auch gerade. Sehr schön. Vielleicht kriegen wir ja was Schönes. Das sehen wir natürlich jetzt nicht so. Ach, 37. Na gut, okay. Nein, das ist das Gewitter und wir haben das Ding noch nicht. Los, schneller! Wenn jetzt einer vom Blitz getroffen wird, raste ich aus. Okay, Schneiderei ist wunderbar. Ja, dann baut mir doch mal ganz schnell den Blitzableiter hier. Ja, wohin? Auf jeden Fall so, dass das hier komplett drin ist und am besten noch ein bisschen fällt. Ich mach mal so. Und dann jetzt aber wirklich fix reparieren am besten. Also, reparieren, bauen meine ich. Und dann würde ich auch noch schon mal direkt ein... Oh, das reicht gar nicht. Aber das ist okay, ne? Ja, machen wir direkt mal hier in die Ecke. Aber wir werden hier noch einen hinbauen müssen. Wo, im Haus? Ja, doch, ne? Der schlägt wahrscheinlich auch im Haus ein. Weiß ich nicht. Der steht sogar schon. Sehr gut gemacht. Leute, das lobe ich mir. Warte mal, wo du gerade hier bist. Achso, der muss ja erst die Sachen holen. Okay, wir haben getrocknetes Fleisch und ein Schienengewehr. Na, das ist doch... Wer kann denn hier überhaupt kämpfen noch? Also, wer hat denn überhaupt ein bisschen Kampf? Oh! Jack hat doch schon die Waffe. Das ist natürlich idiotisch. 042. Wow. Ja, Rita. Rita hat zumindest ein bisschen fortgeschrittene Langstreckenwaffe. Verursacht viel Schaden, hat aber eine langsame Angriffsrate. Oder sollte ich die lieber dann Jack geben? Ach, die ist auch fortschrittlich? Na, lassen wir mal so. Ist okay. Auf wegen kurzer Reichweite sie eher lange. Ist okay. Machen wir so. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Und wir sind am Folgenende, Leute.
Ich fand das jetzt sehr produktiv. Die sind sogar einigermaßen hier weit gekommen. Man sieht es mit den Steinen leider gar nicht so genau. Aber auch mit den Steinen haben sie schon einiges geschafft. Ja, ist eine kleine Ecke, aber wir haben auch nebenbei noch viel gemacht. Also wurde jetzt doch noch einiges erforscht. Hacker reichte für so Streit. Cool. Ich bin sehr froh, dass unsere Leute jetzt einigermaßen sicher sind. Klar, hier jetzt so nicht. Aber zumindest hier rum und wenn sie hier arbeiten, auch so ein bisschen. Das ist schon mal beruhigend. Ich könnte jetzt natürlich auch alle da hinschicken, während es stürmt. Dann gehe ich nochmal mehr auf Nummer sicher, dass keiner getroffen wird. Aber wisst ihr, was ich noch mache? Sehe ich nochmal den Radius? Ja. Money reicht. Ist okay. Ich hätte sonst hier vielleicht nochmal eine Pole hingestellt, aber ich glaube, ich lasse so. Okay. Dann, ja. Ich fand das sehr erfolgreich. Also dann, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst da gerne ein Like da und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.